Hier bin ich wieder vom Haus von Jakob Böhme. Ich habe viel mehr noch erfahren. Und ja, dann gehe ich halt wieder rein. Regelmäßig gehe ich da rein. Guck mal, ich wollte euch ein Bild zeigen, was so auffällig ist, ne? Seht ihr diese Symbolik? Das ist eine Hand, die die Blumen hält, aber die halten die verkehrt rum, ne? Würde ich uns zeigen. Ich will jetzt erstmal noch nichts sagen. Ja. Das habe ich schon gesagt, ne? 300 D-Mark gekauft, 330 verkauft. Voll der Geschäftsmann. Und guck mal euch an. Ich habe mir gestern hier eine gekauft. Das ist so eine günstige. Die leuchtet aber ganz gut so Wände aus und ist leicht und mit Batterie hat auch Vorteile. Zusätzlich habe ich mir heute diese hier gekauft. Also damit kann man Wände schneiden fast schon. Na, es gibt stärkere, aber hier hat man noch eine Leuchte eingebaut. Aber das ist genau das, was ich eigentlich brauche für die Zukunft. Ja, jetzt bin ich gut ausgestattet. Jetzt kann man die Unterwelten besuchen gehen. Quatsch, das würde auch mit einer normalen gehen, ne? Aber das ist irgendwie schon besser. Ich bin irgendwie begeistert davon. Ja. Gut, ich gehe mal da rein bei Jakob Böhme. Die leuchteten. Ah, Illuminaten. Hatten die da auch Taschenlampen? Ja, ey, was blinkt da so? Wisst ihr, ich sag eben noch, eben denke ich noch an die Erleuchteten. Ey, wisst ihr was? Ey, Moment mal. Alle beide auch noch, ne? Merkwürdig. Gut, ey, ich kann da nicht hingucken. Moment. Ach, stimmt. Wisst ihr noch, die waren letztens gar nicht da. Ich habe mich einmal beschwert, was ist das hier so dunkel? Heute habe ich Taschenlampe mit. Aha, auf einmal übrigens Licht. Ich habe zeitlang Hausmeister gemacht, ne? Das ist ja wirklich... wer hat das installiert? Ey Leute, wisst ihr was? Es ist weg. Hat das einer geklaut oder was? Hier war so ein Zinngefäß zeitlang. Da hat er die Erleuchtung gehabt. Das ist auch das Thema jetzt. Illuminaten, dieses Licht. Ich bin verwirrt. Ich habe Taschenlampe gekauft. Wisst ihr, ich bin manchmal so... keine Ahnung. Ich sollte das einfach ignorieren. Auf jeden Fall gab es hier so eine Zinn. So ein Zinnteller, nenne ich das einfach mal. So ein Gefäß. Und da drin hat er diese Erleuchtung gehabt. Ja, die Sonne hat da reingeschienen und dann in seinen Kopf praktisch irgendwie, ja... hatte der ein paar Mal gehabt. Und das ist jetzt das. Vor allem die Sache ist, die er war so wichtig, ne, für die ganzen Philosophen in Deutschland, auch für die Freimaurer und Rosenkreuzer und tatsächlich auch Illuminaten. Und er hatte selber Leute um sich. Er selber aber hat ja nie eine Uni besucht. Der hat viel mit Alchemie auch zu tun gehabt. Das ist wohl kein Geheimnis. Der hat das offiziell gesagt, er hat nur in der Bibel da gelesen, aber man dürfte, glaube ich, auch gar nicht so wirklich ehrlich damit sein. Natürlich, seit ich an die Unterwelt denke, hat das wieder eine andere Bedeutung, dass die Blume nach unten gehalten wird. Ich weiß nicht genau. Jetzt will ich gar nicht hier anfangen, weil ich habe mir schon Videos kaputt gemacht. Ne? Man sagt manchmal was Falsches oder zu schnell. Das ist auf jeden Fall auch hier neu. Gut, der Hut sitzt wieder. Ich fasse den nicht mehr an. Gut, Leute. Eigentlich wollte ich hier nochmal diese Energie aufnehmen, ne, von dem. Ich habe das oft gelesen. Aber wenn man überlegt, Jakob Böhme glaubte, diese sichtbare Welt entstand infolge einer Katastrophe. Wenn man den Rest auch erstmal weglässt, hat man die sichtbare Welt. Also gab es die unsichtbare Welt oder meint er damit, dass natürlich Sinnflut dies, das, glaube ich schon, dass er das natürlich auch gewusst hat oder sowas geglaubt hat.
Aber ich frage mich mit der sichtbaren Welt, ob der da nicht nochmal mehr in die Tiefe eigentlich ging. Egal wie man das sieht oder was man glaubt, hier steht einfach diese sichtbare Welt. Das sagt mir einfach, dass es noch mindestens eine gibt, also diese sichtbare Welt. Ja, es kommt noch dazu, dass der Mensch eben 7 Chakren hat, ne? Gut, das sagt mir jetzt nichts. Ich wollte hier ein bisschen so seine Energie auffangen. Vielleicht verrät mir sein Geist etwas. Wieso nicht? Oh, die habe ich schon länger nicht gesehen. Dich habe ich schon lange nicht gesehen. Die möchte nie gestreichelt werden, glaube ich so. Ne? Was sind da Mäuse? Sind da Mäuse? Ey, ich lass dich, ne? Du bist am Jagen. Ah, aha, kommt aber doch noch ein bisschen näher, ne? Wäre doch nicht abgeneigt, gestreichelt zu werden, ne? Aber ich versuche das gar nicht. Such die Maus, such die Maus. Ja, hier nochmal zum Abschied. Ja, vielleicht träume ich einfach besser, auch wo ich hier war, ne? Das sind so Sachen. Ja, muss man nicht dran glauben. Ich mache einfach, was mein Gefühl mir sagt. Ja, das Barockhaus 30 habe ich ein paar Mal gefilmt. Aber was witzig ist, dass manch auf mancher Seite steht, wahrscheinlich haben die dann hier die nächste Loge gegründet. Als sie Gekrönte Schlange dahinter gegründet haben. Ne, davon, es gab 2 Logen, Gekrönte Schlange. Aber das ist jetzt inzwischen ein Museum. Ich war da auch drin, da war die Loge drin. Total schönes Museum. Es geht mir darum, dass nicht alles so hundertprozentig gesichert zu sein scheint. Was ich witzig finde. Man sieht das ja eindeutig. Ich bin hier einmal durchgefahren, wusste sofort, dass hier eine Loge ist oder war. Ja, das Horusauge da, ganz deutlich, dieses Dreieck. Wisst ihr, was das sogar sein könnte? Es könnte tatsächlich sogar, vielleicht sogar eine Illuminatenloge gewesen sein. Weil die waren auch in Gotha später, die sind ja aus Bayern vertrieben worden, sag ich mal, Anführungsstrichen. Adam Weishaupt ist nach Gotha gegangen. Ja, und das ist, die kommen halt immer näher hier, die Illuminaten. Ja, und in Berlin sowieso. Und in Breslau gab es auch Freimaurerlogen. Natürlich waren nicht alles Illuminaten, aber so genau weiß man das eigentlich genau nicht, weil die haben sich öfters untereinander auch gestritten. Auch Knigge war bekannter Mitglied der Illuminaten und der ist ziemlich schnell oder nach einem Jahr schon, glaube ich, raus gewesen und meinte, sogar so eine geheime Tuerei, ne, so ein Quatsch, brauche ich nicht. Fand ich cool, wie der das gesagt hat. Ja, jetzt, ich will das weder schlecht noch gut machen eigentlich. Ich finde die Freimaurerei interessant. Mir hat sie im Leben schon öfters geholfen. Und was dann manche Leute machen im Endeffekt daraus, haben wir auch im Christentum. Das ist dann auch nicht so, ne, wichtig. Überall, eigentlich geht es um Aufklärung, um das ganze Leben eigentlich, auch Schöpfung und so. Aber ich will gar nicht so viel quatschen. Ich wollte nochmal Poseidon zeigen. Das ist ja der Herrscher von Atlantis. Überall haben wir Jakobsmuschel, die ganze Stadt ist zugepflastert. Natürlich auch Oberschlesien, wo ich jetzt zwar 300 Kilometer entfernt, das Gleiche. Das ist ja oft nur, wieso gibt es mehr Jakobsmuschel in der Stadt? Tausende oder Hunderte, das ist das. Und im Endeffekt gibt es kaum Kreuze. Wir haben hier wieder, nur als Beispiel direkt hier, der Hermes mit seinem Hermesstab. War bei den Alchemisten eigentlich auch so eine Art Gottheit. Und wir sind hier bei Jakob Böhme, der wohnte übrigens an Jakobsweg. Da kann man nicht von Zufällen sprechen. Und jetzt wollte ich mal was sagen. Ich habe das mehrmals versucht. Zu Hause klappt das irgendwie nicht, selbst wenn ich gute Bilder zeige. Wir haben die Jakobswege und die führen oft an megalithischen Bauwerken vorbei. Ja. Und ja, die mussten ja vor tausenden Jahren schon bekannt gewesen sein, der Jakobsweg. Der führt auch zum Atlantik. Und hier sind wir wieder bei den Herrscher von Atlantis, Poseidon. Übrigens Shiva und so ist auch alles verwandt. Ne? Diese Gottheiten wiederholen sich halt unter anderen Namen, haben aber meistens die gleichen Eigenschaften. Und ich wollte einfach darauf aufmerksam machen, dass die Jakobswege hundertprozentig seit tausenden Jahren bekannt sind. Und selbst die Kirche verneint es ja nicht, dass Aphrodite, Venus und Maria zum Beispiel, jetzt nur diese, oder Isis, das ist alles haben das Gleiche. Die Waage bewegt sich sogar, finde ich cool. Auf jeden Fall, hier haben wir wieder diese Wasserwesen und so weiter.
Dann haben wir Engel und hier wieder ein Drachen. Ja. Mein Lieblingsdrache war der aus Unendliche Geschichte. Das habe ich in den 80ern im Kino gesehen und das war's. So, ich bin vom Thema abgekommen. Eigentlich geht es darum, der Jakobsweg ist eigentlich... Und die Jakobsmuschel war ja das Fahrzeug für Venus. So wird das ja beschrieben. Sie kam ja aus dem Meer. Ja, hier, 1764 wurde die gegründet. Ja, das war die erste. Beziehungsweise... Ja, das war hier die erste. Dann gibt es eine, wo ich immer das Tor zeige, mit diesen zwei gekrönt, mit diesen Schlangen da, Reptilienwesen. Und dahinter die, das war nicht mehr gekrönte Schlange, die nannte sich irgendwie anders. Ich habe das alles gelesen schon und ich habe die ganzen Namen irgendwo im Kopf. Aber jetzt geht es mehr um so eine ganz grobe Zusammenfassung für die Leute, die sich nicht jedes einzelne Detail wissen wollen. Ne? Ich habe das jetzt eh nicht im Kopf. Und hier bin ich wieder an der Flora, wieder Hermes, Flügelrad und so weiter. Das ist wie im Buch, habe ich schon mehrmals gesagt. Und ich habe es verstanden.